Herr Dr. Prior, Sie haben die sogenannten Minimax-Interventionen beschrieben und etabliert. Was muss man sich darunter vorstellen? Minimax-Interventionen sind sprachliche Feinheiten, die ein Arzt, ein Therapeut, ein Berater nutzen kann, damit der Patient dabei unterstützt wird, sein Problem anders zu erleben oder zu lösen. Also eine verbale Intervention. Genau, ja. Sind sprachliche Feinheiten. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, ich bin immer so schnell genervt, oder ob man sagt, meistens bin ich so schnell genervt, wenn ich mit solchen folgenden Situationen zu tun habe. In Zukunft will ich in diesen Situationen anders reagieren. Das heißt, wenn man statt immer meistens sagt, es ist nur eine Kleinigkeit, die der Patient erstmal nicht merkt, die aber das Gespräch in sinnvollere Richtungen lenken helfen. Wie erfolgreich ist denn diese minimale Intervention? Es gibt da ja 15 Stück, und je mehr und je systematischer man die nutzt, um das Gespräch zu gestalten, umso wahrscheinlicher ist, dass der Klient davon profitiert und hinterher die Rückmeldung gibt, na, jetzt bin ich weitergekommen. Das heißt, Ihren Klienten geht es hinterher besser als vorher? Das ist der Sinn davon, und das ist auch der Effekt, und das ist das, was man im Vortrag überprüfen konnte. Die 800 Teilnehmer in dem Kongress haben das an ihrer eigenen Erfahrung überprüft, und wir haben sozusagen ein Großgruppenexperiment gemacht, und da wurde es bestätigt, dass die Minimax-Interventionen auch bei Schmerztherapeuten oder bei Ärzten und Therapeuten, die in diesem Feld sind, hier auf dem Kongress, dass die zu einer Besserung des Problemerlebens geführt haben. Sind denn die Interventionen auch für Schmerzpatienten sinnvoll? Natürlich, sie sind auch bei Schmerzpatienten sinnvoll und helfen da, das Gespräch besser zu strukturieren und besser zu lenken in Richtungen, die dazu führen, dass der Klient hinterher sagt, das hat mir geholfen, das hat mich weitergebracht. Also in dem Sinne, dass er seine Schmerzen anders erlebt? In dem Sinne, dass er seine Schmerzen anders erlebt, dass er die Erfahrung hat, er kann sie beeinflussen, er kann was tun, dass er sie kontrollieren kann. Können Sie ein Beispiel sagen, wie Sie da vorgehen? Also bei Schmerzen verwende ich nicht nur die Minimax-Intervention, sondern da ich einen Hintergrund habe von Ericksonscher Hypnosetherapie, ist es so, dass ich bei Schmerzpatienten sehr darauf aus bin, dass es uns gelingt, in der Sitzung eine Erfahrung zu schaffen, die die Schmerzen verändert und das Schmerzerleben verändert. In der Regel ist es so, dass ich den Klienten dabei unterstütze, eine innere Erfahrung zu machen, die mit dem Schmerz inkompatibel und unvereinbar ist, und die das Erleben des Klienten verstärkt, dass er Einfluss auf das Schmerzerleben haben kann, das wir ja immer haben. Jeder konnte und kann Schmerz unterschiedlich erleben, je nachdem, wie er damit umgeht. Um dieses Wissen zu aktivieren, das ist das, was ich mit Schmerzpatienten mache. Und wie gehen Sie genau bei der Hypnotherapie vor? Bei der Hypnotherapie gehe ich so vor, dass ich mich dafür interessiere, welches das Ziel ist, das der Patient hat, und ich mich dann bemühe, mithilfe hypnotischer Techniken den Patienten dabei zu unterstützen, eine innere Erfahrung zu machen, die nützlich ist dafür, dass er seine Ziele erreicht. Hypnotherapie ist eine Therapieform, wo man nicht nur redet und Worte austauscht, sondern wo man einen Rahmen schafft dafür, dass der Patient eine Erfahrung macht, eine innere Erfahrung macht, die sein Problemerleben verändert und positiv beeinflusst. Können Sie auf diese Weise mit allen Klienten arbeiten, oder gibt es da bestimmte Gruppen von Menschen, die besonders ansprechen oder eben nicht? Also generell ist mein Ziel, wenn ich Therapie mache, dass der Klient mit einer Erfahrung nach Hause geht und nicht nur
mit warmen und bitte doch auch verständnisvollen Worten, sondern halt mit einer Erfahrung. Und dafür ist Hypnotherapie halt ein tolles Mittel, auf das ich selten verzichte. Aber es gibt so viele gute Möglichkeiten, mit denen man Therapie machen kann, dass man doch bitte nicht nur Hypnose-Therapie können sollte. Hypnose-Therapie ist toll, aber ich persönlich interessiere mich für alles, was therapeutisch wirkt, und das möchte ich alles dem Patienten zugutekommen lassen. Und da gibt es noch viele andere Mittel auch, die dem Patienten weiterhelfen. Und die Minimax-Interventionen gehören auch dazu. Was können Sie zu den Erfolgen dieser therapeutischen Methoden sagen, speziell bei Schmerzpatienten? Also heute Mittag mache ich einen Workshop dazu, und da will ich zeigen, wie hypnose-therapeutische Vorgehensweisen die Fähigkeiten des Klienten, des Patienten erhöhen, den Schmerz anders zu erleben. Es ist immer mein Ziel, dass das subjektive Erleben verändert wird und der Klient durch seine Veränderungen im Schmerzerleben davon überzeugt wird, dass das was ist, was ihm hilft. Ja. Ja, Sie heben jetzt auf ein Einzelbeispiel ab. Sie machen das ja schon viele, viele Jahre, und ich wollte Ihre Beobachtung wissen, wie erfolgreich im Schnitt Ihre Bemühungen sind. Also der Erfolg von Hypnosetherapie hängt sehr ab von den Fähigkeiten, die wie in jeder Therapieform, die der Therapeut hat. Und da gibt es eine große Bandbreite, auch in der Hypnosetherapie. Ich bin sehr erfolgreich und freue mich, dass ich das hoffentlich noch viele, viele Jahre machen kann, weil ich mir keine bessere und befriedigendere und erfüllendere Arbeit vorstellen kann. Und da freue ich mich sehr, dass ich meine Workshops jetzt mit viel Arbeit in gute Filme gebracht habe, sodass ich mehr mit Patienten arbeiten kann und nicht mehr so viel Fortbildung machen muss, weil die Fortbildungen, die ich gemacht habe, man die auch per Film zu Hause sich angucken kann und deswegen nicht zu Workshops von mir persönlich kommen muss. Vielen Dank. Bitteschön.